Von Spiel zu Spiel. Der Servus-TV Fußball-Podcast mit Florian Klein. Somit Servus zur dritten Folge unseres neuen Podcasts von Spiel zu Spiel. Vor einigen Tagen habe ich noch die Legenden Toni Polster und Herbert Prohaska bei mir begrüßen dürfen. Heute bin ich im wunderschönen Windischgarten auf der Panoramaterrasse. Und wenn ich im Windischgarten bin, dann heißt es auch immer, dass ich aktuelle Teamspieler bei mir habe. Und ich gehe sogar so weit, ich habe die Schlüsselspieler der bisherigen EM-Quali bei mir. Ich darf begrüßen Michael Gregoritsch und Christoph Baumgartner. Servus. Hallo, servus. Servus. Alles klar, Jungs. Habt ihr noch Vormittag trainiert? Liege ich richtig, wenn ich sage, ihr seid wieder bestens bekocht jetzt worden vom Fritz, vom Teamkoch? Ja, war wie immer sehr, sehr cooles Training. Wir haben richtig viel Spaß, weil es ja das erste richtige Teamtraining war jetzt in der neuen Saison. Es ist immer richtig cool, wenn wir zusammenkommen und dann natürlich, so wie du sagst, der Fritz verwöhnt uns dann immer außergewöhnlich bleiben dann auch alle immer länger sitzen. Deswegen haben wir jetzt eine leichte Verspätung gehabt. Das ist überhaupt kein Problem. Für euch nehme ich mir die Zeit, das ist kein Ding. Gibt es noch den guten Chia-Pudding von Fritz? Gibt es den immer noch? Boah, weiß ich nicht, ich ist ihm nicht. Also nicht? Ich glaub nicht, dass es den gibt, aber er hat auch immer wieder sehr, sehr geile Nachspeisen. Also geht es uns nicht so schlecht. Allein wenn ich jetzt schon dran denke, reden wir das Wasser im Mund zusammen. Also vielleicht machen wir uns aus, wir reden alle ein bisschen schneller, dann kriege ich vielleicht nachher von ihm auch noch was. Aber das schaffen wir schon. In der Vorbereitung auf den Podcast einige Sachen von euch angeschaut. Michi, bei dir weiß ich ja sowieso viel. Wir kennen uns schon sehr lang. Baumi, wir haben nettes Glück gehabt, miteinander gespielt zu haben. Aber auf das werden wir dann später auf die persönlichen Dinge noch ein bisschen kommen. Ich möchte starten mit dem, was für jeden österreichischen Fan, glaube ich, am wichtigsten ist, mit dem Nationalteam, wie es zurzeit läuft. Und da läuft es vor allem für euch beide sehr, sehr gut. Ich habe ja gesagt, die Schlüsselfiguren in dieser EM-Quali. Von 9 geschossenen Toren habt ihr beide 6, also jeder von euch 3. Gregor, warum läuft es gerade bei dir so gut beim Nationalteam? Ja, ich glaube, weil ich in dem System, wie es der Trainer spielen möchte, eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann, weil ich immer 10 außergewöhnliche Mitspieler am Platz habe, die es mir ganz vorne sehr einfach machen. Und ich glaube, wenn jeder so die Aufgaben erfüllt, so wie wir es bisher gemacht haben, bin ich eben an vorderster Kette, habe die Torchancen, die dann reinmachen kann. Und deswegen, also ich glaube, dass wir sehr, sehr guten Fußball gespielt haben bisher in der Quali. Uns wirklich in dem Jahr, was wir jetzt zusammengespielt haben, sehr weiterentwickelt haben und noch besser geworden sind, als wir das eigentlich in meinen Augen schon waren am Beginn von der neuen Ära. Und ja, also klar, der Erfolg ist natürlich, macht vieles einfacher, weil wir jetzt dieses Jahr noch umgeschlagen sind. Aber wie gesagt, ich glaube, dass alle Spiele, wo wir bisher bestritten haben, auch genauso verdient ausgegangen sind, wie es eben war. Was war der Moment bis jetzt für dich? Ich meine, ich erinnere damit zurück an das Spiel gegen Estland. Ja, ein bisschen so eine Achterbahn, glaube ich, für dich gewesen. Zuerst den verschossenen Elfmeter, dann in der fast letzten Minute schießt du dann ein neues Siegtor. War das so der Moment für dich? Ja, auf jeden Fall. Also Estland war auf jeden Fall für mich der Moment, wo ich für mich selber nochmal gemerkt habe, okay, cool, auch ich persönlich kann trotz einem Misserfolg oder trotz einem schlechten Erlebnis in einem Spiel das Spiel noch mitdrehen und das war für mich natürlich enorm wichtig. Und dann glaube ich, das Schwedenspiel, dass wir das hinten raus sehr verdient gewonnen haben, aber hinten raus noch gewonnen haben, war, glaube ich, für das ganze Land extrem wichtig, wenn man gesehen hat, wir haben ja danach Gott sei Dank Urlaub gehabt und wenn man gesehen hat, oder ich war dann auch in Österreich, was für Euphorie da entstanden ist und wie glücklich Menschen wieder waren, wie wir Fußball gespielt haben und wie erfolgreich wir sind, glaube ich, ist das schon, waren das die Schlüsselmomente bisher in der Quali. Ja, ich war ja beim Schwedenspiel selbst dabei als Co-Kommentator und das war wieder so ein richtiges Feeling, dass sich jeder wieder so richtig gefreut hat fürs Nationalteam. Ich glaube, ich nehme es mal vorweg, das war wahrscheinlich auch für dich so ein bisschen bis jetzt der besondere Moment in der Quali oder das Schwedenspiel mit deinem Doppelpack. Ja, natürlich. Auch der Moment vorher von Michi, das Tor, war ja für mich auch eine geile Situation, weil ja, Assist von mir, Michi Tor, ich glaube, wir haben schon eine spezielle Verbindung, wir zwar, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit abseits vom Platz miteinander und ich habe auch gemerkt, wie sie in ihm gearbeitet hat, das Spiel über und dann schießt er uns zum Sieg und das war was Spezielles, glaube ich, für ihn, von dem her ein Riesenmoment und ja, für mich persönlich natürlich. Der Doppelpack gegen Schweden nach dem Spiel, was ja, glaube ich, echt gut war und wir definitiv die weitaus bessere Mannschaft waren. Der Tor haben wir sehr, sehr viel gehalten von einer und dann trotzdem das Spiel noch zu gewinnen mit der Stimmung, die dann im Stadion war, die ja für mich das erste Mal die beste Stimmung war, die ich je bei einem Länderspiel erlebt habe. Und das war schon außergewöhnlich. Habe ich genauso wahrgenommen wie du, muss ich auch sagen, wirklich seit langem. Und früher, was der Quali zur
WM 2016 auch so viele Spiele gehabt, wo es ausverkauft war, und wir haben auch Spiele ab und zu knapp gewonnen, 1-0, und die Stimmung, die ist so extrem gut, so positiv. Du hast es auch angesprochen, ihr zwei, ihr harmoniert es gut, nicht nur am Platz, was ist auch außerhalb des Platzes bei euch so das Besondere, was euch verbindet? Ja, ich glaube, dass wir beide ganz entspannte Typen sind. So. Wir sind, wir haben einen ähnlichen Schmäh. Da ist besseren. Echt auch viel Blödsinn dabei, muss man auch ganz ehrlich sagen, was wir am Tag über reden. Aber nein, er ist echt ganz okay, muss ich sagen. Also ich hab mir nicht so leibend vorgestellt, wie er tatsächlich ist. Krieger, was ist der Blödsinn, über was ab und zu redet? Ja, wir sind, also ich gehe sogar so weit, dass es eine Freundschaft geworden ist, zumindest von meiner Seite. Bei mir ist noch. Du wartest noch ein bisschen. Ja, muss er noch ein bisschen was zeigen. Wir haben es jetzt so eingerichtet, wir haben ja Gott sei Dank beide schon relativ viele Spiele, dass wir Zimmer nebeneinander haben, und wir verbringen einfach viel Zeit miteinander, reden wirklich über alles eigentlich. Es wird viel Schmäh geführt, wir sind gemeinsam in einer Saunarunde, wo unter anderem auch der Fritz dabei ist am Abend, wo nochmal sehr viel Schmäh geführt wird und wo einfach ein Wohlfühlfaktor entsteht. Und ich glaube, das macht es einfach das ganze Team im Moment auch besonders, dass wir viele Freundschaften haben innerhalb, und wenn der Baumann die uns auch sehen, oder wir telefonieren auch außerhalb vom Team sehr viel miteinander. Also ja, Baum ist, das kann ich nur zurückgeben, ist ganz in Ordnung. Ihr lobt euch ja richtig ordentlich, also euphorisch. Aber das heißt, ihr seid nicht zu zweit im Zimmer, sondern jeder hat sein Einzelzimmer. Das ist nach wie vor so, oder beim Team, dass jeder das Einzelzimmer hat? Genau. Seit Corona ja, ist das so eingeführt worden, und dann glaube ich, ist es ein Luxus, den wir jetzt gerade haben dürfen. Das hat es damals noch nicht gegeben, wie ich dazugekommen bin. Ist auch tatsächlich gut, weil irgendwann reicht es dann auch mit dem. Das wollte ich gerade sagen, dann oder? Dann tut es auch gut, wenn man in Ruhe schlafen gehen kann und den Gregor nicht mehr hört. Ich verbinde immer sehr viel, so wenn ihr euch beobachtet, mit der Zeit, wo ich noch dabei war, eben auch der Quali für 2016. Und das Größte, was wir gehabt haben, war einfach unsere Stimmung. Also es hat jeder mit jedem gekonnt. Ich kann mich noch erinnern, wir waren im Hotel in Wien noch. Ihr habt ja das Privileg nicht. Ihr seid jetzt da im Windischgarten, bei uns war es noch in Wien. Und da war es so, 7, 8 Spieler haben oben in der Players Lounge Karten gespielt. Ein paar haben Tischtennis gespielt. Wir sind runtergegangen in die Lobby, haben ein bisschen was getrunken. Dann hast du gesagt, ja, was machen wir? Schauen wir wieder rauf in die Players Lounge. Dann sind auf einmal wieder 13, 14 Spieler beisammen gewesen. Und jeder hat mit jedem irgendwie ein bisschen Spaß gehabt. Ist das bei euch im Team jetzt auch so? Ich finde tatsächlich, dass die Stimmung außergewöhnlich gut ist. Ich glaube, wenn wir uns treffen, hat jeder ein Lachen im Gesicht. Jeder freut sich extrem, dass wir wieder zusammen sind. Auch was der Gregor vorher gesagt hat, wenn das Essen vorbei ist, ist es nicht so, dass jeder so schnell wie möglich aufs Zimmer geht und keine Ahnung, das iPad auftritt und Serie schaut oder keine Ahnung, Playstation spielt, sondern wir bleiben auch wirklich dann gemeinsam sitzen, trinken einen Kaffee, reden über alles Mögliche, über den Fußball, über das Privatleben, und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert, und das sieht man dann auch am Platz, wie wir ja einfach füreinander fighten und jeder dem anderen das auch brutal gönnt, den Erfolg, und das macht uns, glaube ich, aktuell zu der Mannschaft, die ganz Österreich auch sehen will, glaube ich. Zu meiner Zeit dann war ich bei Stuttgart, haben wir meistens gegen einen Abstieg gespielt, und Martin Hanig, mein Teamkollege bei Stuttgart, jedes Mal, wenn wir zurückgekommen sind, war er bei einem Medientermin und hat immer gesagt, ja, endlich wieder in der Wohlfühloase ÖFB, und dann hat der Kohl auch mal gesagt, hey, du kannst nicht immer sagen Wohlfühloase, die glauben ja alle, wir machen nichts und du fühlst dich dann nur wohl. Aber es ist wirklich so, also wenn du beim Verein irgendwie Probleme hast, du kommst zum Team, hast deine besten Freunden, spürst, ist ganz was Besonderes, was man, glaube ich, nachher dann noch mal mehr schätzt, wenn man mal aufgehört hat, wenn man es nicht mehr hat. Aber das ist aber auf alle Fälle so ein Punkt, der wirklich bei euch, glaube ich, jetzt auch zu beobachten ist. Siehst du auch so, Kriegel? Ja, ich habe das Glück gehabt, ich bin ja damals zu euch dazugekommen, zwar nach der Europameisterschaft, aber ich habe ja damals, ich bin ja dann auch mit euch am Tisch gesessen und habe eben dieses Freundschaftserlebnis schon damals miterleben können. Wir waren dann leider zur WM-Quali nicht so erfolgreich, aber das war dann so ein bisschen ein Knacks, weil eben, ich glaube, ihr wart ein Kern, der sich sehr lang zusammengespielt hat, und wenn man jetzt schaut, jetzt sind auch Spieler dabei, die spielen jetzt einfach seit 3 Jahren, sind 15, 16 Spieler einfach zusammen, und wenn du jedes Monat 10 Tage miteinander verbringst und dann auch Europameisterschaft schon zusammen verbracht hast irgendwo, da entstehen einfach Verbindungen und Freundschaften, wovon wir jetzt halt extrem profitieren, und ich glaube, also so wie ich damals dazugekommen bin, so wie ich das auch in Erinnerung habe, würde ich das ja jetzt auch vergleichen, dass es einfach extrem einfach ist, in das Team dazuzukommen, so wie es für mich damals war, und dass eben dieser Kern trotzdem schon sehr, sehr eng beieinander ist und sich einfach auch blind auf dem Platz versteht, wenn man auch sieht, wie wir uns freien gegenseitig oder wie sie alle freien über Tore. Eben bei meinem Tor gegen Estland laufen alle irgendwie hin, wenn man
die Sicht gegen Belgien, die letzten 5 Minuten steht diese komplette Bank und fiebert mit, dass wir kein Tor mehr kriegen, sondern dass irgendwie noch was passiert. Und das sind einfach, glaube ich, Sachen, die dann schon richtig zusammenschweißen, weil das ist halt einfach das, was immer, also Fußball spielen können alle irgendwie. Mhm. Der Zusammenhalt ist halt das, worüber immer gesprochen wird, und das ist auch das Schwerste anscheinend. Das ist ein super Punkt gerade erwähnt, Torjubel gegen Estland. Das ist ganz witzig, weil in der Vorbereitung auch so was mit Produktion schreiben wir ein bisschen, über welche Themen könnte man sprechen mit euch, und dann hat uns mal ein Video zugeschickt, eben von dem Torjubel. Und ich habe nur gesehen, alle hupfen auf die drauf, und du kriegst, glaube ich, von 5, 6 Spielern, vom David, glaube ich, zweimal so eine richtige Watschen. Hat es weh dann, oder was war da los? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der David hat einen kleinen Fetisch. Also gefühlt schlagt man da bei jedem Tor irgendwie ins Gesicht. Und, ja, also in dem Moment kriegt man das gar nicht so mit, aber natürlich lacht man dann am Schluss auch drüber, weil ich schaue die Tore dann ja auch an, und wenn man dann diese Wiederholungen sieht, und dann sieht man, da hat man Watschen gekriegt und noch eine, und dann denkt man sich, okay, das ist nicht ganz dicht. Aber wie gesagt, ich glaube, der David hat einen kleinen Fetisch auf jeden Fall. Ja, aber du bist aber einer, der jeden am Schädel hat, der am Tor. Also, oder an die Haare reißen. Genau, an die Haare reißen. Also letztes Tor, glaube ich, von Freiburg, was geschossen hast, hast 4 Leuten am Schädel gehabt. Also. Der Grund, warum ich dann aufgehört habe zum Tore schießen. Also, ja, genau. Das ist eine gute Idee. Aber es wird bei euch schwierig. Also, ihr lebt ja davon. Habt ihr beide im Team jetzt 10 Tore, glaube ich. Ja? Ist da der Konkurrenzkampf bei euch auch ein bisschen vorhanden? Ich bin ja leider, also unter Anführungszeichen, leider in dem Fall schon ein bisschen länger dabei und habe mehr Spiele. Deswegen sagen wir mal, er hat die bessere Quote unter Anführungszeichen. Aber ich freue mich natürlich über jedes Tor, was der Kessi macht. Schön gesagt. Du möchtest schon vor ihm sein, oder? Ja, natürlich, weil. Wäre schlimm, wenn nicht. Nein, wie gesagt, es gibt wenige. Also, ich vergunst wirklich jeden, aber wenn es auch noch einen Tick mehr vergunst, ist tatsächlich er. Also, ist schon. Es war jetzt fast schon zu lieb. Ja, also, das ist eine richtige Freundschaft jetzt mittlerweile. Ja. Bromance. Wir kuscheln heute sicher. Ja, gestern hast du ja auf Instagram, habe ich gesehen, Foto gepostet. Ja. Wo es euch innig ist. Es ist wirklich eine Freude. Man sieht wirklich, ich glaube, bei uns zwei ist es wirklich schon eine Freude. Wir haben uns auch davor schon geschrieben, dass wir es nicht erwarten können, uns gegenseitig in den Arm zu nehmen. Das ist schon fast jetzt ein bisschen zu viel. Jetzt man ja, aber, ja, es ist ja super. Gehört auch dazu, und das sieht man dann auch am Platz. Zum Torjubel nochmal zurück. Würdest du das in David so zurückgeben? Oder traust du nicht? Nein, ich bin kein Schlägertyp. Ich bin ein Streichler. nicht schlecht. Ja, wir haben es vorher schon kurz erwähnt. Es läuft bei euch sehr, sehr gut. Es ist Halbzeit in der Qualifikation, 4 Spiele, 10 Punkte. Habt ihr euch selbst erwartet, dass das so gut reinstartet? Ja, ich glaube, wir haben wirklich diese vermeintlichen Pflichtaufgaben haben wir erfüllt. Waren schwere Spiele, muss man tatsächlich sagen. Und haben halt in Belgien ja, den Punkt uns erkämpft, erfeitert. Ich glaube, dass er trotz allem verdient war. Auch wenn wir am Ende natürlich, ich glaube, mit dem Stangenschuss das Spiel verlieren hätten können. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass wir jetzt nach vier Spielen 10 Punkte haben. Von dem her war der Start, glaube ich, ja, echt richtig, richtig gut. Wir sind auf einem super Weg, und ja, ich glaube aber auch, dass das ein Riesenteil von unserer Gruppe ist, dass wir uns nicht auf dem ausruhen und genau wissen, halt, was wir für eine Chance haben in Stockholm. Und die wollen wir natürlich, ja, die wollen wir ergreifen und dann einen riesen Schritt machen. Bei uns war es auch so, für die EM in Frankreich eben war das entscheidende Spiel bei uns in Stockholm. Wir haben damals 4-0 oder 4-1, glaube ich, gewonnen. Mhm. David einen Elfmeter reinschiebt zum 1-0. Ganz besonderer Moment, wird bei euch natürlich auch entscheidend, aber da werden wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, auf dieses Thema. Was für mich immer ganz wichtig ist bei so einem Gespräch, ich möchte immer ein bisschen was Persönliches von den Leuten wissen. Und bei mich, ich habe schon mal kurz erwähnt, die kenne ich schon seit du 11, 12 bist, glaube ich. Du bist mit dem Papa immer nach Linz mitgefahren, ich habe einen Werner Gregoritsch als Trainer gehabt. Gleich mal die erste Frage, was hast du von der Emotionalität von deinem Papa angenommen? Bist du genauso wie er oder bist du ein bisschen ruhiger? Das ist übrigens lustig, weil ich habe jetzt erst darüber geredet. Der erste Spiel war damals, ich glaube, in Leoben. Hast du lange Haare gehabt, hast rechts vorn gespielt. Mhm. Habe ich jetzt erst vor kurzem darüber gesprochen, nämlich. Mit wem? Mit Papa, ja. ja, was habe ich mitgenommen? Ich glaube, unter Anführungszeichen, leider. Nein, Spaß. Nein, ich habe sehr viel mitgenommen. Ich bin auch sehr emotional. Ich bin wahrscheinlich nicht so ein Vulkan, wie es der Papa ist. Oder wie es der Papa war. Ich glaube, der Papa ist auch schon deutlich ruhiger geworden, aber. Ja, ich bin total oft sehr emotional und muss mich total oft auch finden während am Spiel, wenn ich irgendwie übertraue oder sonst was. Und bin am besten einfach, wenn ich richtig viel Spaß habe. Ich glaube, mir ist es extrem wichtig, am Platz zu lachen und, und,
und gar nicht irgendwie in eine Stimmung reinzukommen, wo ich mich selber anbeziehe, weil das kann mir eben auch passieren und oder das ist mir in meiner Karriere bisher sehr oft passiert. Deswegen ist es für mich einfach wichtig, dass ich diese Emotionalität auch ein bisschen kontrolliere und ja, wenn man das sieht bei den Torjubeln, dann da kommt dann eh oder bricht dann eh sehr viel aus mir und ja, ich bin schon sehr, sehr froh, dass ich eben damals recht früh schon in dieses Fußballgeschäft einschnuppern habe dürfen oder einfach damit aufgewachsen bin, weil das war, ich glaube, zumindest für mich war es das Normalste der Welt, dass ich bei euch in der Spielerkabine sitzen habe dürfen mit 8, 9, 10 Jahren und ich war halt mit 8 Jahren in Mattersburg, mit 10 Jahren bei euch beim LASK und habe halt eben mit Spielern unter Anführungszeichen freundschaftlichen Kontakt gehabt, wie mit dir oder damals war es noch Ivo Vastic. Und, genau, hast glaube ich mit seinem Burma, mit Toni, gell? Genau, sind sie immer gemeinsam noch die Spiele an einem Hauptfeld gewesen, hat geschossen. Ja. Und so. Genau, und das, ich glaube, wenn man damit aufwächst, ist es so ein Tick normaler vielleicht, dass man das dann danach eben in so einer Fußballerkabine oder so viel Zeit verbringt dann. Mhm. Bei mir, bei dir habe ich ein bisschen auf persönliche Sachen gesucht, weil wir uns eben noch nicht so gut gekannt haben. Und bevor ich über irgendeinen Werdegang bei dir spreche, muss ich auf ein Thema kommen. Es ist mir sofort ins Auge gefallen. Wie ist das möglich? Du hast im Gymnasium eine Klasse übersprungen. Wie ist das möglich? Ich bin nicht der Dümmste, sage ich mal. Plus sehr fleißig und... Ja, einer meiner größten Stärken, glaube ich, einfach sehr, 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 sehr zielstrebig. Und wenn ich mir Ziele setze, dann gibt es Hürden und dann versuche ich die Hürden einfach zu meistern. Und damals war das klare Ziel, nach der Akademie nach Deutschland zu gehen. War für mich relativ früh klar, dass ich das unbedingt machen möchte. Und da die Schule ein Jahr länger dauert als die Akademiezeit quasi, war für mich die einzige Möglichkeit, das wirklich sauber zu machen, ein Jahr von der Schule quasi zu überspringen, eine Klasse zu überspringen. Und das haben tatsächlich davor auch schon Spieler gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, wie gesagt, die Noten waren okay, die waren gut. Und dann habe ich das angefragt bei der Direktion, ob das möglich ist. Habe das erklärt, warum ich das machen möchte. Und sind mir keine Steine in den Weg gelegt worden. Dann war der Sommer ja, ein bisschen intensiver. Habe natürlich das eine Jahr quasi so ein Stück weit nachlernen müssen oder vorlernen müssen. Und dann ja, bin ich mit Schulbeginn in der neuen Klasse gewesen und habe da einfach mitgemacht. Und hat am Ende des Tages wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe dann mit ausgezeichnetem Erfolg die Matura abgeschlossen. Also war die richtige Entscheidung und ja, würde ich jedes Mal wieder genauso machen. Aber wie kann man es vorstellen? Also so wie Sommerferien, so einer wie der Gregor, rennt normal jeden Tag in der Früh ins Parkbad, schwimmen, ein bisschen kicken und du hast dich einfach dazu entschlossen, dass du auf das verzichtest und musst ja Vollgas reinstreben eigentlich, oder? Weil du musst das innerhalb von 2 Monaten dann den ganzen Stoff aufholen. Ja, man stellt sich das auch ein bisschen mehr vor, als es tatsächlich ist. Also ich habe dann nicht, keine Ahnung, den kompletten Stoff von Geschichte oder Geografie oder so alles gelernt. Ich habe mich auf die wichtigen Fächer fokussiert, auf die Hauptfächer, auf Fremdsprachen natürlich, weil wenn da ein ganzes Jahr fällt, ist es nicht optimal. Aber ja, was mir natürlich auch geholfen hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war meine Mutter, die Selbstlehrerin ist. Ich meine, ich war da schon in einem Alter, wo man eine gewisse Selbstständigkeit natürlich hat, aber tatsächlich hat mir das schon einmal geholfen, ihre Unterstützung und sie hat mir da auch unter die Arme gegriffen in gewissen Sachen. Ja, und dann habe ich das einfach durchgezogen, weil ich gewusst habe, das wird man, oder gehofft habe zumindest, dass man das am Ende des Tages sehr, sehr viel bringen wird. Und ja, dann war halt der Sommer ja ein Tick kürzer, sage ich einmal, oder ein Tick intensiver, aber wie gesagt, die richtige Entscheidung. Echt bemerkenswert, muss ich sagen. Danke. Wäre das nichts für dich gewesen, Gregor? Nein, ich hätte auch gesagt, dass ich zumindest nicht ganz dumm bin, aber ich war ein richtig... Also ich war eine faule Sau in der Schule. Also ich habe Matura gemacht, aber das auch mit sehr viel Anschub von Lehrern und Professoren. Aber ja, also so, das also finde ich beeindruckend. Wirklich. Ja, also wie ich das gehört habe, ich habe am Anfang gedacht, weil normalerweise, wenn du jetzt sagst Fußballer und redest über schulische Leistungen, dann kannst du davon ausgehen, dass sie eher in einmal eine Ehrenrunde eingeworfen haben und die Klasse wiederholt haben. Aber dass jemand eine Klasse überspringt, habe ich so auch irgendwie noch nicht mitgehört. Das ist wirklich, wirklich stark. Ja, ich finde ja vor allem, es ist ja irgendwie, also wie oft gehst du in der Fußballkabine rein und da haben Leute Matura. Und das sind eh schon wenige. Und wenn du dann einen oder anderen dabei hast, irgendwie der ausgezeichnete Erfolg hat, plus ein Glas auch noch übersprungen hat, ich finde schon, das ist auch was, worauf er stolz sein kann. Also. Oder musst du der ärgste Außenseiter sein? Ja, 100% ein Nerd gewesen.
Aber mit dem hast du leben können, oder? Das war egal. Ja, das habe ich in Kauf genommen. Ja, sehr gut. Gregor, was wir bei dir noch nicht gesagt haben, wollte ich eigentlich gleich am Anfang auch mal einwerfen, weil es ist ja trotzdem sensationell. Du bist nach wie vor in der Bundesliga-Geschichte der jüngste Torschütze. Was gibt dir das? Um ehrlich zu sein, im alltäglichen Leben gar nichts. Also es ist jetzt nichts, was mir jetzt irgendwie zum besseren Spieler gemacht hat oder nicht, aber es ist schon eine Sache, worauf ich sehr stolz bin, weil irgendwie damals hat man das nicht so mitbekommen, also ich habe es nicht so mitgekriegt, dass es eigentlich so etwas Besonderes war. Und je später das geworden ist, desto mehr habe ich das wertgeschätzt. Und bin ich schon sehr stolz drauf, blicke ja gern zurück, lache sehr, sehr viel und sehr, sehr oft über dieses Video, weil mir das immer wieder mal vorgehalten wird, wie ich damit kurz vor meinem 16. das Interview gegeben habe. Du warst ja 15, nur dass wir das einmal mit 15 Jahren jüngst. Genau, also gut, das war 4 Tage vor meinem 16. Geburtstag. Aber sagen wir, bleiben wir bei 15 heute. Genau, ich war 15, ja. Na, super Sache, also richtig, richtig cool. Wie gesagt, das war schon mein Türöffner irgendwo in die Richtung, dass ich dann mit 17 in Hoffenheim einen Vertrag unterschreiben habe dürfen. Deswegen hat es mir sicher extrem geholfen. In dem Moment habe ich es nicht ganz so mitgekriegt, dass es schon so was Besonderes war. Und jetzt ist es eine Sache einfach, wo ich wirklich auch an dem Tag, wo es passiert ist, eben, also an diesem Jahrestag und Anführungszeichen, immer wieder gern zurückdenke, weil es ja einfach eine coole Sache ist. War ja der Werner, der Papa, immer auch Trainer. Ist für mich etwas, was ich mir ganz, ganz schwierig vorstelle. Der eigene Papa in einer Profimannschaft, Trainer, weil man weiß ja, wie das funktioniert. Die Teamkollegen, wenn er mal irgendwo ist, sagen sie, ja, vielleicht der Bub rennt zum Papa und petzt oder ja, bevorzugt in Michi. Wie war das Verhältnis? War es für dich schwierig, dass der Werner der eigene Trainer war? Ich finde nicht. Das, erstens habe ich es, glaube ich, auch ein bisschen ausblendet. Weil ich eben so früh eben in der Kabine trotzdem war. Also es war ja nicht so, dass ich jetzt plötzlich in diese Mannschaft dazugekommen bin und keiner hat mich kennt, sondern ich bin ja davor auch schon immer dabei gewesen und war halt ein Riesenfan, aber war halt mit den Spielern trotzdem recht gut. Und dann hat es, glaube ich, schon so oder ist schon so gewesen, dass ich trotzdem immer wieder eine Qualität eingebracht habe, dass jetzt nicht groß Stimmen hat geben können, dass, ja, warum spielt der? Und ich glaube, dass der Papa dann auch trotzdem sehr, sehr streng war und mich dann eher mal nicht spielen hat lassen. Und wie es dann im U21-Team war, war es dann so, dass es gar keinen Grund mehr gegeben hat, mich nicht zu spielen lassen. Ich habe dann eine super Quote gehabt unter ihm. Und da war es dann eher so eine 50-50-Entscheidung, dann hat er gegen mich entschieden. Und dann bin ich aber auch immer irgendwann zu ihm hingegangen und gesagt, du, es ist zwar schön und recht, dass du mich immer schützen willst und sagen willst, nein, du willst bei 50-50-Entscheidungen nicht, dass die Nachricht kommt, aber es kann nicht sein, dass jede Einzelne gegen mich rennt. Also das gibt's nicht. Das gibt es bei keinem Spieler auf der Welt, wenn ein Trainer entscheidet, 50-50, der oder der, kann nicht sein, dass immer der da auf der Bank sitzt. Und das hat er dann auch akzeptiert und wir sind dann, glaube ich, auch gemeinsam einfach gewachsen. Und die Spieler haben halt dann gemerkt, ich würde nie was sagen. Da waren ja 2-3 Geschichten, wo Spieler eben fort waren im 21er-Team. Ich habe nicht mitgehen können, weil ich habe gesagt, du, wenn das rauskommt, klar, ich schmeiß da raus, aber ich sitze am Weihnachtstisch, sitze ich wieder mit ihm. aber ich hätte nie im Leben was gesagt. Also ich habe natürlich meine Teamkollegen auch auf eine gewisse Art und Weise geschützt. Und irgendwann war es dann natürlich auch so, dass wenn Fragen waren, okay, nachmittags vielleicht trainingsfrei, bin natürlich eh gegangen. Weil toll hat dann ja gesagt bei dir, oder? Auch nicht immer, aber zumindest war die Erfolgschance vielleicht ein Tick höher, als wenn wer anders hingegangen ist. Aber das heißt, du bist nicht in Akademie weggegangen, gell? Du bist ja bei Kapfenberg so hochgekommen, das war bei dir anders. Bist in St. Pölten von der U15, glaube ich, bis zur U18 alles durchgegangen. Ich weiß ja auch, beim ÖFB gibt es ja immer, war früher auch noch der Willi Ruttensteiner, der immer da das ganze Challenge 08 und so durchgezogen hat. Und da waren sie immer stolz auf die Spieler, die immer was Besonderes so ein bisschen geleistet haben. Und bist ja nebenbei dann auch noch in jeder Jugendnationalmannschaft durchgegangen. Das heißt, du hast eigentlich den Paradeweg gewählt. Ist das was dich auch geprägt hat? Ob es mich geprägt hat, ja, ich glaube, es war für mich einfach der richtige Weg, glaube ich. Ich glaube, das ist ja sehr oft eine Diskussion, die geführt wird, gerade auch in Deutschland, glaube ich, extrem die Diskussion mit, ja, Mario Basler sagt, wir sind eingesperrt worden, wir werden gezüchtet und so und es gibt keine Straßenkicker mehr und so. Das würde ich sogar sagen, dass das nicht falsch ist, aber ich glaube, es ist für jeden Spieler, ja, muss man differenzieren, wie ist der perfekte Weg für den Spieler, und das muss ja jeder Spieler mit seiner Familie gemeinsam entscheiden. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch cool ist, wenn es einmal Spieler über einen anderen Weg schaffen, wie,
wie der Wimsi zum Beispiel, der irgendwo gespielt hat in der Landesliga und jetzt 3 Jahre später ist er mit einer der besten Spieler bei einem guten Bundesligisten. Also ich finde es schon auch beeindruckend, dass man auch über so Wege es schafft, so weit nach oben. Aber für mich tatsächlich war sicher der richtige und perfekte Weg. Und verbindet euch ja noch dazu, dass beide Hoffenheim euch verpflichtet hat. Wie war der Umstieg dann? Du hast ja schon profimäßig gespielt in Österreich. Bist dann nach Hoffenheim gekommen. Wie war die Umstellung? Komplett anders oder hast du schwer dann? Oder hast du gesagt, es ist gut, dass ich in so jungen Jahren schon Profi-Erfahrung gehabt habe? Rückblickend habe ich mir extrem schwer dann. Ich war ja dort im Profikader, war offizielles Kadermitglied, habe oben trainiert und habe in der zweiten Mannschaft gespielt. Aber ich war richtig weit weg. Ich habe echt geglaubt, okay, ich gehe dort aus. Also ich war richtig naiv. Ich habe geglaubt, ich gehe dort aus und kann Bundesliga spielen mit 18 Jahren. Und da war ich ganz weit weg. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe im Training auch gemerkt, irgendwie reicht nicht, was der bei der Hösche, wenn du 3-4 Gurken pro Training kriegst, was der dann passt. Ja, ist heute auch noch. Ja, heute auch noch, aber heute kann ich damit so umgehen. Bei mir so gut, ob wir nicht dazu kommen, ist was bei mir. Nein, und was der, und dann wenn die Spieler sich beim 5 gegen 5 wegtragen, wenn sie wissen, du bist mit dem. So, ja, es war so arg. Aber rückblickend, in dem Moment habe ich es ausprobiert und habe mir gedacht, ja, was willst du hier. Wenn ich spüre, mache ich 2 Knäller und dann gehe ich wieder heim. Also das war mein Gedankengang. Und das hat mir sicher auf eine gewisse Art und Weise geholfen damals. Aber rückblickend war ich ganz klar schwach in Hoffenheim. Dann bin ich zu St. Pauli, ich habe diese Schritte eben gehen können. Aber ich kann mich erinnern, ich habe dann gespielt mit Schiplock, Sven Schiplock, beim HSV. 3 Jahre später sind wir zusammen zum HSV gewechselt. Und dann war Verlängerung in Jena und da habe ich gerade den Ausgleich geschossen. Und dann steht er beim Anschluss bei mir und sagt zu mir, also, dass ich mit dir mal da stehe, habe ich auch nicht gedacht. Also, okay. Alle von ihm, ja. Nein, aber so war das damals in Hoffenheim. Und wie gesagt, in dem Moment habe ich es nicht ganz gecheckt. Aber ich war damals 18, auch der Lebenswandel war Wahnsinn. Ich bis 3, 4 in der Nacht aufgewesen, plötzlich gespielt, in der Früh zum Training gefahren, trainiert, Mittagessen, Essen, Mittag genommen, dann habe ich geschlafen am Nachmittag 5 Stunden. Ich habe nichts zum Tun gehabt, war extrem allein. Und die Spieler waren ja alle 3, 4, 5 Jahre alt. Und du weißt das selber, in einer Profimannschaft, das sind Haifisch, wenn du nicht gut bist, wirst du nicht akzeptiert. Und deswegen habe ich auch dort keine Leid gehabt irgendwie. Komme ich gleich nochmal auf das dann zurück. Bei dir war es ja auch so, dass du relativ jung dann warst, wie du weggegangen bist von der Familie. Du hast halt das von der Akademie wahrscheinlich schon gehabt, dass du eben von daheim weg bist. Aber war es für dich dann trotzdem auch nochmal eine Riesenumstellung in Deutschland? Ja, genau. Für mich war ein Riesenvorteil, dass ich einfach im Internat war schon davor. Ich war es gewohnt, dass ich unter der Woche allein bin. Natürlich ist dann nochmal ein Riesenunterschied, wenn du auf einmal deine Eltern nicht mehr jedes Wochenende siehst und nicht mehr heimkommst und dich selber um alle Sachen kümmern musst. Aber tatsächlich glaube ich, dass ich in dem Alter schon relativ weit war. Und wie gesagt, ich habe mir das Ziel zwei Jahre davor gesetzt, dass ich genau den Weg gehen will. Und dann war das für mich auch, hat es kein rechts, kein links gegeben, sondern ich gehe den Weg. Für mich war, glaube ich, war es einfach aus dem Grund, dass ich in der Jugendmannschaft noch war. Ich habe in der U19 begonnen, das erste Jahr, und das ist schon ein Riesenunterschied, ob du mit Gleichaltrigen bist oder genau wie der Gregor jetzt sagt, mit Profis, wo du vielleicht noch nicht gut genug bist und auch noch nicht so weit bist. Und von dem her war es für mich schon ein Schritt, aber der war trotz allem überschaubar. Aber du warst vor St. Pölten, warst beim SV Horn, oder? Stimmt das? Genau. Hättest du eigentlich auch bleiben können, weil da sind ja die Japaner dann eingestiegen, glaube ich, oder? Der Honda, glaube ich, war das, oder? Ja, genau. Ja, das war eigentlich bei mir so, der SV Horn, so wie beim Gregal, die Vereine vom Werner. Ich war in Horn, mit 4 habe ich dort angefangen zum Spielen. Bin auch jeden Tag am Sportplatz herumgerannt. Mein Papa war dann zeitweise, oder war Trainer lang im Nachwuchs, war mein Trainer im Nachwuchs und war dann auch so ein bisschen mit drinnen bei den Profis, da waren sie in der zweiten Liga damals, ich war auch im Trainingslager mit in der Türkei und so. Das heißt, so ein paar Parallelen gibt es da auch, wie beim Gregal. Ja, aber für mich war dann klar, ich gehe in die Akademie und das mit dem Honda. Ich glaube, im Nachhinein wären alle glücklich gewesen, hätte man das nicht so gemacht, aber ja, weil ich glaube, dass der Verein SV Horn sehr, sehr viel erreicht hat tatsächlich. Eine sehr kleine Stadt, die zweite Liga gespielt hat, und das ist schon außergewöhnlich. Aber ich glaube, jetzt sind sie wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Das heißt, man merkt, euch verbindet schon einiges, muss man sagen. Was euch nicht ganz so verbindet, sage ich jetzt einmal vorsichtiger. Dein Karriereweg war ja eigentlich immer so ein bisschen Höhen und Tiefen, muss man sagen. Du hast das ja auch selbst erwähnt, dann Hoffenheim noch einfach zu stark gewesen für dich, das war noch nicht die richtige Zeit.
hast dann sehr, sehr viele Stationen gehabt, Bochum, St. Pauli, Hamburg, viele Stationen. Hast immer wieder auch Phasen gehabt, wo du lange Zeit nicht so getroffen hast, aber dann hast du immer wieder rausgerissen mit einer kurzen Phase auch, wo du oft getroffen hast. Ist das etwas, was die ganze Zeit schon in deiner Karriere so ein bisschen begleitet, dass einfach bei dir das so ist, dass du diese Phasen durchmachst? Ja, sicher sogar. Wobei ich sagen muss, damals zum Beispiel in St. Pauli, da bin ich ja diesen Umweg gegangen, zweite Liga, und war trotzdem noch ein sehr junger Spieler. Und da war es dann, so wie du sagst, einfach auch trotzdem noch schwer reinzukommen. Dann in Bochum haben wir dann recht viel gespielt, wir waren dann eigentlich eine gute Mannschaft. Und ich habe dann immer versucht, schnellstmöglich den nächsten Schritt zu gehen. Und sobald ich irgendwo gemerkt habe, irgendwie, okay, gut, ich stehe an und es geht irgendwie nicht so weiter, bin ich den nächsten Schritt gegangen. Und dann habe ich nach Augsburg gehen können, habe dort eine unglaublich gute erste Saison gespielt, eine ordentliche zweite, und wollte dann wieder in den nächsten Schritt gehen. Und dann war ich emotional einfach mit dem Verein Werder Bremen so verbunden, weil ich glaubte, okay, ich kann dorthin wechseln, dass ich es einfach nicht mehr hingekriegt habe und auch so enttäuscht war, dass ich in Augsburg überhaupt keine Leistung mehr gebracht habe. Und dann habe ich sicher den einen Fehler gemacht in meiner Karriere, das ist das Einzige, was ich umkehren würde, wo ich das Interview gegeben habe, wo ich gesagt habe, okay, ich will unbedingt weg. Und das ist mir dann schon extrem lang nachgehängt, weil einerseits der Verein natürlich anpisst war, was völlig zu Recht war, und andererseits meine Leistung nicht gepasst hat. Und da war schon so eine Phase, wo ich auch kam, was geglaubt habe, wo ich glaubt habe, ich bin der immer recht hat. Und dann war es halt einfach wichtig für mich, dass ich das Gott sei Dank geschafft habe, nochmal rauszukommen, weil ich glaube nicht, dass ich das, wenn ich diesen anderen Spieltag nicht habe in Augsburg, wo ich in Berlin in der 96. Ausgleich köpfe, glaube ich nicht, dass meine Karriere jetzt auf dem Weg so weitergegangen wäre, sondern dann wäre es wahrscheinlich so, wie es fast schon fix war, nach Österreich gegangen zum LASK, und dann, ja, wer hätte ich noch in Österreich weitergespielt, wie erfolgreich war es nicht. LASK ist auch nicht so schlecht. Genau, LASK ist auch nicht so schlecht grundsätzlich, aber ist schon anders, also ein Unterschied, ob du jetzt in Freiburg spielen darfst oder ob du beim LASK spielst. Und deswegen, im Linzer Stadion darf ich spielen, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich vor dem Spiel die Nationalhymne her und nicht das LASK geht. Das ist absolut. Und das war so ein bisschen, was ich gesagt habe, dass das nicht so ihr zwei gemeinsam habt. Bei dir ist es eigentlich so, in Hoffenheim ist dann eigentlich nur mehr steil bergauf gekommen, muss man sagen. Sofort oft getroffen, in der Mannschaft immer wieder drinnen gewesen, absoluter Leistungsträger. Und jetzt mit einem Wechsel, wo, glaube ich, wie viel, 27 Millionen dahinter stehen, also ist eine Summe. Realisierst du das selber auch? Denkst du ab und zu so, Wahnsinn, dass der Verein so viel für mich zahlt? Ich denke es mir. Wie kann der Verein so viel zahlen? Ja, ist unglaublich viel Geld. Das ist schon für die Privatperson Christoph Baumgartner ist wirklich schwer zu verstehen, muss ich sagen. Wenn ich einfach den Gesamtkontext sehe, wie sich der Fußball entwickelt hat, wie sich die Transfers in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren entwickelt haben, sage ich, ist es eine hohe Summe, aber die eigentlich nicht so außergewöhnlich ist. Ich glaube, es ist vielleicht außergewöhnlich, weil es ein Österreicher ist, weil wir Österreicher, glaube ich, noch immer nicht den Wert haben, wie es, keine Ahnung, ein Spanier, ein Franzose, ein Kroate vielleicht auch hat. Von dem her freut mich das vielleicht auch, dass ich da ein Stück weit eine Lanze mitgebrochen habe für den österreichischen Fußball, auch in der Hinsicht. Aber ich glaube einfach, dass die Leistungen gut waren über einen längeren Zeitraum und ich einen langfristigen Vertrag gehabt habe. Und dann ist ein Top-Club gekommen, der mich unbedingt wollte. Und ich glaube, dann ist es einfach so, wie das Fußballgeschäft heutzutage ist. Und dann kommen halt auch sehr, sehr hohe Ablösesummen zustande. Und tatsächlich versuche ich das einfach von mir wegzuhalten. Ich meine, wir haben jetzt bei RB drei andere auch noch verpflichtet, die ähnlich viel Kost haben oder mehr Kost haben. Und von dem her ist es tatsächlich in dem Umfeld, wo ich jetzt bin, gar nicht so ein Riesenthema, sage ich mal. Hätte ich eigentlich mit Wunderkinder präsentieren können heute bei der Schrotane mit 15 Jahren Rekordtorschütze, jüngster in Österreich, du Rekordtransfer mit 27 Millionen, also nicht so schlecht. Was wir noch haben, ganz kurz muss ich auf meinen Schummizettel schauen, dass ich das auch noch habe, alles habe ich auch nicht im Kopf. Jetzt wirst du alt. Ja, so alt, 36, immer noch fit, oder? immer noch fit. Baumi, bei dir. Nur kurz auf das zurückkommen, Wechsel zu RB Leipzig, du hast es gerade gesagt, jetzt bist Hoffenheim absoluter Leistungsträger gewesen, im Nationalteam eigentlich von Beginn an in der Offensive mittlerweile der Spieler, der auch immer wieder für was Besonderes zu haben ist. Hast du ein bisschen Angst mit der Konkurrenz, die jetzt in Leipzig ist, Olmo, Openda, Xavi Simons und egal wie es heißt, Timo Werner, denkst du da ab und zu nach, puh, könnte schon sein, dass ich vielleicht einmal jetzt eine längere Zeit ein bisschen draußen bin? Tatsächlich habe ich überhaupt keine Angst. Im Gegenteil, das war eigentlich so mit der,
ja, das, was mir am meisten dazu oder was mir am meisten gereizt hat, einfach extreme Konkurrenzsituation wieder zu schaffen. Das war in den letzten Jahren bei Hoffenheim vielleicht nicht mehr so. Da habe ich gewusst, in der Regel werde ich spielen, wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches ist. Und jetzt ist es einfach so, dass ich in einer Mannschaft bin, wo extreme Qualität ist. Ich habe aber damals den Vertrag unterschrieben, da war der Christo Nkunku noch da und war der Dominik Szoboszlai noch da. Klar, da waren schon Gespräche, ob die vielleicht gehen, aber tatsächlich habe ich gewusst, ich werd zu Leipzig wechseln und werde extreme Konkurrenz haben. Aber ich glaube, dass das einfach, ja, das ist, was ein Spieler zur Höchstleistung antreibt. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich drauf, extrem viel zu arbeiten, um es zu schaffen, mich dort durchzusetzen. Der Start war halt jetzt leider nicht ganz optimal mit der Verletzung. Drei Wochen gefällt in der Vorbereitung. Ist immer schlecht, aber natürlich, wenn du ein neuer Spieler bist beim neuen Verein, ja, doppelt bitter, sage ich einmal. Aber wie gesagt, ich bin schon von mir überzeugt, ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, dass mich der Verein aus einem gewissen Grund geholt hat. Und ja, nach der Länderspielpause sind es bis nach Weihnachten nur mehr englische Wochen. Von dem her bin ich schon davon überzeugt, dass ich auf Minuten kommen werde. Und dann, ja, dann hast du einfach Leistung bringen. Dann hast du das abzuliefern, wie gesagt, für was mich RB Leipzig geholt hat. Und wenn ich das schaffe, dann werde ich definitiv meine Minuten kriegen. Und ich habe 5 Jahre dort unterschrieben und wenn es im ersten Jahr ein bisschen stottert vielleicht, dann wird es vielleicht im zweiten Jahr. Wie gesagt, da bin ich tatsächlich entspannt und mache mir gar keine Sorgen. Die mache ich mir auch nicht bei dir, muss ich ehrlich sagen. Und danke. Immer wenn du erzählst, der Gregor sitzt immer daneben und grinst immer. Warum? Ja, weil wir eben so viel Blödsinn reden und dann total oft hauen wir einfach so Floskeln aus, so dumme Sprüche und jetzt ist mir nur einfach ein dummer Spruch dann eingefallen. Okay. Dann habe ich schmunzeln müssen für mich selber. jetzt haben wir viel über euch gehört, sehr interessante Sachen. Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Also wenn man über das Nationalteam redet, dann redet man auch zweifelsohne über Ralf Rangnick. Besonderer Trainer, habe ihm selbst als Sportdirektor in Salzburg gehabt. Wie kommt ihr mit ihm aus? Wie ist sein Auftreten bei euch? Nach wie vor so gelassen, aber trotzdem extrem zielstrebig? Ja, er gibt uns glaube ich, extrem viele Dinge mit auf dem Platz und lässt uns außerhalb vom Platz sehr, sehr viele Freiheiten, weil er gemerkt hat, dass er uns auch vertrauen kann, dass das Vertrauen keiner ausnutzt, dass wirklich das komplette Team den Fokus hat, wir wollen zur Europameisterschaft und dort eine Rolle spielen. Und ich glaube, das hat genau 2 Stunden gedauert mit dem Trainer, dass er gemerkt hat, okay, da ist wirklich eine Truppe beisammen, die ist komplett fokussiert auf dem Platz und außerhalb vom Team, also außerhalb vom Training eingeschworene Truppen. Und ich kann mich noch erinnern an den ersten Satz quasi, okay, am Tisch quasi beim Essen macht das Handy weg und geht es nicht direkt, wenn es fertig ist, sondern wenn halt der Letzte aufgegessen hat. Und dann irgendwie sind wir am ersten Essen, sind wir glaube ich 1,5 Stunden alle gesessen, wirklich. Also einfach Tratsch und Spaß und Gaude. Und dann hat er bereits Gleitzeit eingeführt beim Mittagessen, wo quasi jeder kommen kann, wann er will. Und trotzdem ist wieder die ganze Truppe gemeinsam gewesen. Und ich glaube, das sind einfach so Dinge, wo der Trainer sieht, okay, gut, man muss nicht Regeln aufsetzen, die es vielleicht woanders nötig hätten. Und deswegen, ich glaube, dass dieses Zusammenspiel mit dem Trainer, wo er weiß, okay, er kann Dinge offen lassen und uns quasi Verantwortung geben, mit den Dingen, die er vorgibt, weil die halt einfach 100%ig umgesetzt werden, dass es eine sehr, sehr gute Mischung ist. Und dass er, glaube ich, vom Fußball, also extrem, also ich glaube, dass das Nationalteam jetzt extrem profitiert, dass er damals vor 10, 11 Jahren eben nach Österreich gekommen ist und Red Bull Salzburg so übernommen und so umkrempelt hat, wie es eben war. Das wundert mich ein bisschen am meisten, weil eben der Sportdirektor gehabt eben und da hat er wirklich so gut wie alles bestimmt. Also beim Frühstück zum Beispiel kein Nutella und solche Sachen war wirklich richtig streng. Ich habe mir gedacht, puh, der möchte wirklich alles vorgeben. Und die Geschichten, was ich dann von euch immer wieder ein bisschen höre, eben das mit Gleitzeit oder kann man kommen, wenn man möchte, zum Essen und so, sind Punkte, die sind, glaube ich, für eine Mannschaft auch extrem wichtig. Baumi, bei dir, du musst eigentlich so der Paradespieler oder Lieblingsspieler für ihn sein. Also bist schnell, laufstark, du Pressing jedes Mal beim Spiel, Sergi, wenn du von oben zuschaust, siehst du einen Baumi von 20 Meter weg sprinten und presst dann mit dem Ballgurt. Wie kommst du mit ihm zurecht? Ja, super. Tatsächlich war ja der erste Lehrgang für mich nicht optimal und dann geht es ja oft schnell und wird geschrieben, Baumgartner, vielleicht passt es nicht so gut mit Rangnick und hin und her. Die Wahrheit war, dass ich krank war die Wochen davor und auch während dem Lehrgang nochmal krank und ja, dass ich einfach nicht fit war. Und von dem her hat es einfach nicht funktioniert dazu.
hat einfach andere Spieler besser gekannt. Das gehört auch zur Wahrheit und ich war einfach da nicht in der Lage, diese Leistung abzurufen wie die anderen. Und ich glaube, jetzt über die letzten Wochen oder über die letzten Lehrgänge hat man schon gesehen, dass das ganz gut funktionieren kann. Ich bin jetzt auch bei RB Leipzig und da hat er auch seine Finger im Spiel gehabt, wie sehr sich RB Leipzig entwickelt hat. Und ich glaube nicht, dass das von ungefähr kommt, dass ich jetzt dort bin, dass ich hier gute Leistungen bringe. Von dem her, ja, ich habe einmal gesagt, ich glaube, es war das Beste, was im österreichischen Fußball passieren hat können, dass Ralf Rangnick Trainer geworden ist, weil er einfach über den Tellerrand da hinausblickt. Er schaut nicht nur, was passiert in die 10 Tage, wo wir da sind, sondern was passiert in die 365 Tage im Fußball Österreich. Und ich glaube tatsächlich, dass er da einfach, ja, wenn einem was wichtig ist, und ich kenne ihn auch aus Hoffenheim von Erzählungen, wenn einem was wichtig ist, dann akzeptiert er auch kein Nein und dann versucht er Wege zu finden, um das möglich zu machen. Und er gibt alles für die Spieler, er versucht alles möglich zu machen, was wir brauchen, was wir wollen. Und dazu kommt einfach diese extreme Fußballkenntnis. Er hat den Fußball, glaube ich, ein Stück weit auch geprägt, muss man tatsächlich sagen. Und von dem her, ja, macht extrem viel Spaß. Solche Sachen über einen eigenen Trainer sagen, das musst du sowieso immer machen, weil dann ist ziemlich garantiert, dass du spielst. Er ist sicher Kapitän jetzt am Donnerstag und am Dienstag. Das hat er beim Papa immer gemacht. Ja, immer gesagt, du bist der beste Trainer. zum Abschluss, haben wir jetzt bei den letzten Folgen auch immer so gemacht und ich hoffe natürlich, wir gehen davon aus, oder es ist ein schwieriger Weg noch, dass ihr euch qualifiziert. Eine Schlagzeile, was ihr über euch vielleicht hören wollt nach der Europameisterschaft 2024, was fällt ein? Baumgartner schießt Österreich zum Europameister. Boom, das lassen wir mal so stehen. Also das ist eine Aussage. Nicht schlecht. Top. Bei dir jetzt aber jetzt nicht bitte. Nein. Österreich schlägt Deutschland und zieht ins Europameisterschaftsfinale ein. Auch sehr top. Wirklich stark. Zwei super Schlagzeilen. Und der Gregoritsch macht das. Jetzt hast du wieder übertrieben, aber so können wir aufhören. Und der Baum und wir umarmen uns wieder am Titelblatt. Und du kriegst aber ja, wieder ein paar Watschen. So ist es. Vielen Dank an euch beiden für die Zeit. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wünsche euch alles Gute für die nächsten Spiele. Und ich hoffe, vielleicht in naher Zukunft können wir noch einmal so eine Folge machen, weil die wirklich extrem lässig war. Danke. Danke. Vielen Dank, danke. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.